Jo, servus, willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Heavy Metal. Wir sind hier in den schicken Sümpfen, wo es kräftig gerade rumst. Wir wechseln kurz die Waffen. Und weil wir wissen ja, dass hier gleich ein Freund von hinten kommt. Oder auch nicht. Ja, er mag wohl jetzt nicht mehr kommen. Und wir wissen jetzt auch schon, dass hier der schicke Häcksler kommt. Bei dem Versuch, hier drüben lang zu gehen, sind wir ein bisschen gescheitert. Wir packen das Spielzeug erstmal ein und versuchen es einfach mal direkt unten lang. So, hier entlang. Zur Sicherheit halber mal lieber an der Wand hier hin. Ja, ist nicht das Schnellste. Wir kommen aber gut voran. So, jetzt von der Wand lösen. Und hier hindurch. Maß nehmen und ruhig hier hindurch. Hoppala. So. Es geht aufwärts mit uns. So. Ein rotes, leuchtendes, blinkendes Etwas. Das heißt ja für uns förmlich hier, nimm uns mit. Wir schnappen das. Ah, ein Tiki, ja, Tiki was auch immer. Ja. Ja, das war der erste Tod. Eigentliche Unfähigkeit, einfach nur nach unten zu gehen. So, hier kurz nochmal die Herz eingesammelt. Die haben wir ja nötig. Jetzt geht's hier kurz nach oben. Ja, er hat da bloß geplatscht. Stecken wir mal die Waffe ein. Ich denke mal, mit dem Weg sind wir ja soweit ganz zufrieden. Man könnte überlegen, ob wir auch so hier durchkommen. Ja, sieht gut aus. Weil das an der Wand lang kriegen noch ein bisschen mehr Zeit kostet. Es geht hier nach oben. Krieche, 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 krieche. Wobei immer interessant ist, immer leuchtende Seile. Findet man natürlich überall in der Landschaft leuchtende Seile. Wir schwingen kurz und schnappen uns nochmal das Teil. So, jetzt hier sauber der Sprung. Die Health hier hinten sollten wir wahrscheinlich auch mitnehmen. Was haben wir da hinten? Das wird wahrscheinlich der Grund sein für diese komischen Artefaktteile. Wir sollten mal hier hinten lang vielleicht rumgehen. Da haben wir eine lustige Pflanze, die wir doch dann auf die gute altmodische Weise erledigen könnten. Wir machen es mit einer guten alten Combo. Ja, das Wasser möchte ich gerne mitnehmen. Da haben wir da oben noch eine Pflanze. Da bevorzuge ich doch jetzt erstmal ein bisschen Kaliber der anderen Art. Deckung. So, damit hat sich das auch erledigt. Wir sollten im Groben und Ganzen ein bisschen vorsichtiger vorgehen als sonst, als die Haut-Drauf-Variante. Kurz das eingesammelt. Schauen wir mal, da haben wir lustige Eier. Was erwartet uns hier drüben? Wie es scheint, erstmal nichts. Aber ich denke mal, wir sollten uns einmal hier den Weg hier. Okay, da wechsle ich mal in dem Fall ja schnell nochmal auf die Feuerkraft, aber hier reicht wahrscheinlich die einfache aus. Hier kurz schnell hindurchhuschen. Da haben sich die Feiglinge dann doch endlich rausgetraut. Jetzt gibt es einmal kurz die Kombo. Wir flüchten mal kurzerhand ein wenig.
Weil das wird mir doch ein bisschen zu enge. Okay, der gibt uns glücklicherweise auch einen passenden Apfel. Dort haben wir den zweiten. Der will nicht mehr so recht. Haben wir den Apfel überhaupt eingesammelt? Scheinbar schon, aber der hat relativ wenig Herz gegeben. Machen wir mal die Variante lieber auch immer sicher. Okay, das ist dann auch erledigt. Okay, der eine ist schon erledigt. Ja, schauen wir uns hier mal um, ob wir irgendwie ein bisschen Health finden, was jetzt ungemein praktisch wäre. Okay, damit kommen wir nur um den Baum herum, was uns relativ wenig weiterhilft. Okay, hier haben wir ein bisschen Eden-Water. Da oben haben wir noch einen von diesen lustigen... Hoppala. Okay. Ich gehe die Sache heute ein bisschen ruhiger an, in der Art und Weise, weil letztens haben wir doch sehr oft gefehlt. So, die Freunde kann man nämlich jetzt auch erledigen. In dem Fall hier würde ich gerne mal auf etwas Größeres wechseln. Um die Sache hier an der Stelle ein bisschen zu erledigen. Mist, das war ein kleiner Treffer zu viel. Wir waren ja aber auch leider schon so gut wie down. Aber wir haben ein paar neue Sachen gelernt, was es hier so an schicke Sachen gibt und dass wir etwas vorsichtiger noch mehr sein sollten. Kurz hier nach vorne gerannt. Jetzt kommt er auch. Ah, jetzt haben wir ihn auch hier. Machen wir erstmal hier ein bisschen Hackearbeit hier. So, damit haben wir ein bisschen Munition eingesammelt und wir konnten mal unsere neue schicke Axt auch mal ein bisschen benutzen. Schnell an diesen Hexlands wieder vorbei. Ja, nicht zu dicht dran, Julie. Hier hindurch. Langsam haben wir ja Übung dabei. Ein kurzer Blick, ein Sprung. Und es geht nach oben. Dann haben wir hier oben diese komische Artefakt, von dem wir noch nicht so richtig wissen, für was das eigentlich gut sein soll. Ein Sprung. So, eingesammelt. Es ist halt eine White Tiki Rune. Dann sollten wir da lang gehen. Okay, in dem Fall... sollten wir wahrscheinlich den Weg hier hinten rumgehen, so wie wir es erst auch gemacht haben, das kleine Schild. Es hat sich doch ein bisschen als praktischer erwiesen, außerdem haben wir hier nochmal die Möglichkeit, Health einzusammeln. So, damit hat sich das hier relativ schnell erledigt. Hier geht es erstmal ein Stückchen nach vorne. Ich denke mal, die kleinen, eine einfache Uzi reicht aus hier.
Wir sind aber noch nicht dicht genug dran. Dafür aber jetzt. Ja, damit haben wir mal die Uzi wohl wahrscheinlich voll ausgeschöpft. Zum Glück waren wir gerade auf die Uzi. Einmal Dauerfeuer durchgezogen. Schon sind wir die beiden Freunde auch los, die uns erst ein bisschen Probleme gemacht haben. So, wir könnten höchstens hier hoch ein bisschen von dem Wasser tanken. So, der eine lässt jetzt schon den Kopf hängen. Wir tanken ein bisschen von dem Eden Water. Und von da wird gefeuert. In dem Fall. Lässt der auch mal kurz den Rüssel hängen. Wir sollten uns mal um den Freund hier kümmern. Okay, damit hat sich das auch erledigt. Mal klassisch wechseln. Weil hier haben wir die kleine Lust. Auch relativ schnell erledigt. Da haben wir dort noch eine zweite. Und die Schnappis. Der wieder ausgewichen ist. Aber, ja. Und doch, jetzt konnte er nicht mehr ausweisen. Der läuft ja relativ gut. Wir haben sie leider jetzt schön brav alle nacheinander gehabt. Einmal hier die Combo. Sehr effizient, wie immer. So. Dann haben wir da drüben noch unsere lustige fließende Pflanze. Wir laufen mal ein bisschen hin und her. So, damit wäre das hier auch erledigt. Lief hier überraschend gut. Wir haben Munition gesammelt. Kommen wir hier rein? Nein. Und hier drüben? Nein. Okay, das hilft uns relativ wenig weiter. Da oben haben wir noch eine von diesen komischen Runen. Was haben wir da oben? Hier oben haben wir einen pendelnden Baum. Ich denke mal, irgendwie sollte das uns weiterhelfen. Wir gehen mal den Umweg. So, irgendwie, wie müssen wir dahin noch? Die Frage ist nur, wie. So, da oben habe ich gerade noch eingesehen. Gehen wir mal den schicken Weg hier lang rauf. Lieber ein bisschen langsamer, vorsichtig, nicht, dass wir hier noch abstürzen. Gerade wo wir so super unterwegs sind. Außer haben wir da mehr Zeit, Julies schicken Hintern von zu betrachten. Und wir können eine weitere Rune einsammeln. Ah, a tiki rune. Das war Nummer 2. Der Sprung hier heran. Wobei die Frage ist, wie jetzt diese komische merkwürdige Leiter gerade hierher kommt. So, wir springen mal ab. Gehen hier dann mal langsam vorwärts. Hier haben wir jetzt das Haus von oben, wo ein lustiges, großes Loch von oben rein. Da sollten wir einfach mal hinspringen und uns das mal von weiteren angucken. Sieht hier soweit ganz einladend aus. Gibt es hier was Interessantes außer zu essen? Nein. Ah, hier drüben ist ein Hebel. Benutzen wir doch mal Hebel. Eine Klappe auf. Dann gehen wir da mal runter. Oh, was? Interessant, sieht aus eher wie die Lagerkammer. Was haben wir denn da? Dort ist Munition und hier, was ist das? Ah, wir haben neue Klamotten, beziehungsweise teilweise Klamotten. Aber irgendwas ist da oben, was nicht sich so gesund anhört. That's not Obadiah.
Hier war etwas zugange, was Ungesundes, jedenfalls für Häuser. So. Wir sollten uns nochmal auf den Weg machen nach da oben. Doch, was wir da jetzt als nächstes tun und erleben, das werden wir in der nächsten Folge sehen von Let's Play Heavy Metal Fake 2. Das war's schon wieder. Ich freue mich gerne über Kommentare. Daumen nach oben. Bis dahin sage ich Servus. Ade, ich bin's, Mac Vurago.